Kannst du dich kurz vorstellen, wer du bist, wo wir da sind? Heidi Wittmer, da muss ich glaube nicht extra betonen. Wobei, wer ich bin, das ist für mich noch immer ein Geheimnis, lebenslänglich. Ich weiß eigentlich nie genau, wer ich bin und werde dann auch immer wieder neu herausgefordert, das irgendwie zu entdecken, wer man da eigentlich ist. Und wo ich jetzt bin, ist eben hier in Wallen, im Farnbühl. Und ich hatte eine grosse Chance, dass ich in dem schönen, alten, umgebauten Rostal ein Stück Heim gefunden habe. Also eigentlich das erste Mal, wo ich sagen kann, ich bin nicht provisorisch und ich gehe nicht auch gerade wieder. Oder, ja, hatte hier Möglichkeiten auch gehabt, und ich noch mit Langzeitpatienten und Krebskranken in diesem Raum arbeiten konnte. Die sind wöchentlich hierher gekommen und haben hier an der Wand gearbeitet. Jetzt benutze ich die Wand selber. Zurzeit eine kleine Ausstellung, also ganz für mich selber eigentlich. Und ja, da habe hier auch einen grossen Raum mit unzähligen Mappen und Lager. Also, ich habe das wenigstens neu also eine Unterkunft gefunden. Du bist viel weg gewesen, Heidi Wittmer. Du bist immer wieder zurückgekommen wollen. Du bist in Wallen auf die Welt gekommen und aufgewachsen. In deinem Buch, wo du dein Leben beschreibst, schreibst du in einem bürgerlichen Haus. Was war denn das für ein Haus gewesen? Wer waren deine Eltern gewesen? Und wie ist Wallen in den 40er und 50er Jahren? Was ist das für ein Dorf? Das Dorf hat damals noch 6'000 Leute gehabt. Und man hat Leute grüßt im Dorf natürlich. Und jetzt ist es 14'000 Einwohner. Und das Dorf selber, also ich habe ein zwiespältiges Verhältnis zu dem Dorf. Ich bin mit 18 weg, nur weg, oder in die Welt raus. Also zuerst mal über Genf, Rom und so weiter. Und immer gedacht, wenn ich zwischen ihnen da auf Besuch komme, habe ich gedacht, also, wie kann man in diesem Dorf wohnen? Und nie in meinem Leben will ich das. Also, und ziehe das. Ich bin doch noch zurückgekommen. Also nicht reumütig, aber schon unglaublich dankbar, dass auch hier noch Leute sind, die mich noch kennen. Also sehr Leute, die schon ganz lange auf dieser Welt sind. Nicht? Also wie ich ja auch. Aber die einem noch Erinnerungen haben auf meine Familie und das, wo einem dann auch irgendwie vielleicht ansprechen im Dorf und fragen. Und das ist eigentlich etwas Wertvolles, was ich erst später entdeckt habe. Früher habe ich mir gedacht, oh, was wollte ich wieder alles wissen? Habe ich die ganze Geschichte müssen erzählen, wo ich jetzt gerade wieder war. Und jetzt ist es etwas, ist es eigentlich ein Geschenk, wenn ich die wenigen noch, was es so gibt, die man sieht im Dorf. Du bist auch hier in die Schule gegangen. Wann war der Punkt oder der Zeitpunkt vielleicht? Oder sind die Momente, wo du dich angefangen hast, für Kunst zu interessieren oder für Künstler und Künstlerinnen, für dein eigenes Arbeiten, das Bedürfnis hast, etwas selber zu schaffen? Ja, also ich hatte zwar keine guten Zeichnungsnoten, komischerweise. Später hat der Lehrer gesagt, ja, er hatte andere Maßstäbe, also so etwas außerhalb von dem Genormten, das man dort so gezeichnet hat. Und ich habe einfach beim Zeichnen, das hat mich etwas fasziniert. Und als es darum ging, was machen nach der Schule, habe ich gedacht, ich will an die Kunstgewerbeschule. Und dann hat es aber geheißen, ja, also Künstler, so brotlose Künstler. Und ja, also es ist dann ziemlich wild zu und her gegangen, bis ich dann den Weg gefunden habe.
Und zwar nach Genf. Jemand hat mir erzählt, dass in Genf gibt's die Ecole des Beaux-Arts. Und da habe ich gedacht, okay, ich gehe dorthin und schaue und habe mir eine Stelle gesucht für Mädchen für alles. Und habe gedacht, ich könnte dann halbtags vielleicht in die Schule und dort arbeiten. Und in dieser Schule haben sie dann ziemlich Ansprüche gestellt. Also, und hat sie geheißen, nein, also, es ist keine Hobbyschule, da müssen wir richtig, also das ganze Studium machen. Oder? Und ich weiss noch, wie ich dort enttäuscht war und das Gefühl hatte, die Welt geht zusammen. Und die Familie, für die, wo ich dort eben Mädchen für alles war, die haben das sehr, also die haben das verstanden und hat mir Kompetenz gegeben, dass ich Zeit kann selber in die Richtung arbeiten, morgen um 5 Uhr oder nach der Schule am Abend. Und so habe ich das geschaukelt, ein Jahr lang. Ich hatte dort einen Professor, Willi Sutter heisst, wo das geschätzt hat, was ich gemacht habe. Und ich mag mich auch noch an das Gespräch erinnern. Ganz am Anfang hat er die Frage gestellt. Er gesagt, also wenn du da Kunst, also musst du bereit sein, zu hungern für Kunst. Bist du das? Also, so, weißt du, wenn du heiratest, oder sagst ja, oder? Ich weiß noch, ich hatte gar nicht lange überlegt und habe gedacht, ja, okay, also ich bin bereit für das. Und hatte alle diese Umstände und Schwierigkeiten in Kauf genommen. Und der Lehrer war dann ein Jahr später in der Deutschschweiz und ist mit meinem Vater geredet und hat gesagt, sie soll mir eine Chance geben. Und da war mein Vater beeindruckt, also so ein Professor an mich. Ich finde, das lohnt sich, oder? Und dann habe ich nicht mehr arbeiten. Ich konnte dort das Zimmer nehmen und in die regelmässige Schule. Ich konnte ein Jahr überspringen. Und nach dem dritten Jahr hat der gleiche Lehrer gefunden, ja, jetzt muss ich hier in die Welt raus, sei es auf Paris oder auf Rom oder auf München. Und Rom ist dann also so mein Schicksalsort geworden. Du hast also in Genf nicht einen Abschluss erworben, sondern du wärst erst mal weggegangen und dann wieder zurückgekommen. Das wäre der Plan gewesen. Also ich hätte noch ein Jahr machen können, hätte ich dort ein Diplom bekommen. Aber irgendwie, ich habe auch nie gewusst, wie es weitergeht. Oder? Ich habe immer nur für ein Jahr raus gedacht, ja, also, dass ich das noch machen kann. Und als ich dann rum war, hat mich mein Vater zwar noch unterstützt, bis ich dann dort konnte. Ich konnte in Rom an der Accademia Belle Arti weiter studieren. Und eigentlich 5 Jahre habe ich dort weiter gemacht. Und hatte am Anfang noch die Unterstützung von meinem Vater. Und zwischendrin im Sommer habe ich einen Job angenommen. Und einer der lustigsten war, ich bin mit dem grössten Tier der Welt, Jonas, hat den Walfisch geheißen. Der ist von Holland durch Deutschland. Und die haben jemanden gesucht, der Plakate klebt an den Wänden. Und ich habe das Inserat in der Zürich-Zeitung gelesen. Gleichzeitig habe ich ein Inserat aufgegeben für einen Job, oder, und lese das und habe mich gemeldet und gefunden, das könnte ich machen. Und dann gesagt, ja, sie brauchen den Porsche. Und ich habe gesagt, ja, ich könnte das auch. Und ich muss auch noch selbstständig sein. Dann habe ich gesagt, ich Auto fahren kann ich nicht, aber ich habe eine Vespa. Dann habe ich dann mit dieser Vespa habe ich die überzeugt. Dann habe ich gesagt, ja, wir müssen dort an die Grenze von Holland. Dort kam dann der ganze Zirkus, das war ja etwas wie ein Zirkus. Also, der Jonas, der ist auf einem riesen Lastwagen, ist der aufgebaut gsi, gefüllt mit Formalin. Also die Leute haben damit gemeint, das sei lebendig. Oder sind manchmal schon ein enttäuscht gsi, dass einfach ein tolles, riesiges Tier mit. Also ich weiß nicht mehr, wie sind alle Daten drauf gestanden, wie schwer das Herz und die Lungen und all das. Also es ist ein Spektakel gsi. Ja, und so bin ich 3 Monate dort ganz Deutschland durch, meine Mitarbeiter, also meine Kollegen. Einer war irgendein alter Klon, der auch diesen Job mitgemacht hat. Und der andere war irgendein ganz lahmer Theologiestudent. Und wir als Dritte sind von Stadt zu Stadt vorausgereist und haben die Plakate geklebt. Und es war sehr gut bezahlt. Und die Spesen dazu, also die zwei konnten dann noch
Die haben in dem VW-Büsschen übernachtet und ich bin mit meiner Vespa mit in Jugendherberg oder in Studentenheim und bin auch dort fast 3 Wochen in Berlin gsi zu selber Zeit. Und für mich ist das ich habe das Deutschland kennengelernt, die Museen, die Kirchen, die damals möglich waren. Und ja. Du warst dort etwa Mitte 20, wo du so einen von diesen Sommerjobs hattest. Ja. Die Ausbildung jetzt in Rom oder auch in Genf, wie muss man sich das vorstellen? Wie sind die? Du warst 3 Jahre in Genf, 5 Jahre in Rom und man hat sich dem voll gewidmet. Hat es da Kurs gegeben? Ja, wie viele Leute waren an dieser Schule? Wie gross hat sich das? Also in Genf war es noch ein bisschen wie so ein Schulbetrieb. Man hatte die Kunstgeschichte. Also Französisch musste ich dann noch dazu schauen, dass ich in die Schlag komme. Kunstgeschichte, Anatomie und jeden Tag hat man Modell gehabt, man musste abzeichnen und man ist auch in die Museen, in Rom auch, in die Museen abzeichnen, grosse Werke. Man hatte Kompositionslehre gehabt und Farbenlehre und alle diese Fächer. Und in Rom musst du auf Italienisch durchkommen. Ja. Hat es dort auch so Fächer gegeben? Ja, das ist ungefähr im gleichen Stil, nur war es dort freier gewesen. Also man hat in Rom war es ein bisschen lockerer gewesen. Man hatte dort einen Professor, einen Assistenten, und die waren dann manchmal da, manchmal auch nicht. Man musste dort selber mit den Initiativen dranbleiben. Es hat das auch nicht gegeben. Die haben das so als Zeitvertrieb genommen und es ist nicht so viel passiert. Ich habe dann nach 5 Jahren einen Abschluss gemacht, also ein Lizenziat, wie sie dann gesagt haben, über den Oskar Schlemmer, der Deutsche, damals in Rom eine Neuigkeit gewesen, also vom Bauhaus her. Und als ich das dann hatte, ist dann mein Vater hat dann das Gefühl gehabt, jetzt bist du flügge. Ich habe dann noch 2 Jahre weiter gemacht, Bildhauerei noch dazu. Und habe auch in Rom einfach auf die einfachste Weise und Art gelebt. Das war eigentlich so mein Lebensstil, dass ich da durchgekommen bin. Dass ich nie einen Kompromiss gemacht habe. Ich habe mich nach der Decke gestreckt und ist mir alles wichtig. Also es können dranbleiben, zu malen. Der Weg zu gehen war mir wichtiger als alles andere. Oder? Du hast gesagt, in Rom hat es auch die Professoren gehabt, die haben die Kurs gegeben. Einer von diesen Professoren war ja der Luigi Montanarini. Ja. Wann hast du ihn kennengelernt? Und das hat eben schon eine Verbindung gehabt. Seine Frau ist ja auch Malerin, ist da aus der Gegend gsi, ist von da gsi, also in früheren Jahren, oder? Und die haben in Rom gelebt, also mit ihren Söhnen, 3 Söhnen und der Tochter. Und das war für mich ein grossartiger Meister gewesen. Also das ist nicht wie so andere Professoren dort, die so, gewisse haben das Leger genommen, alles. Und er war für mich eine wunderbare Persönlichkeit gewesen. Er hat sich dort auch schon in dieser Zeit mit Zen-Buddhismus auseinandergesetzt. Also Italiener, die das gemacht haben, habe ich also sonst keinen gefunden. Und, und er hat an mich geglaubt, er hat an mich geglaubt und hat das Gefühl, ich habe eine Vision. Und ich sage jetzt nicht, dass er mich bewundert hat, aber er hat sehr grossen Respekt gehabt von dem, als ich dort unterwegs war. Hast du ihn schon vorher gekannt, bevor du auf Rom gegangen bist? Ich habe eben gewusst, dass die noch mit hierher kommen, also die Frau, und er kommt, ist dann jedes Jahr die Frau wieder geholt auf Rom. Und als ich mich entschieden habe für Rom, habe ich natürlich Kontakt aufgenommen mit ihnen. Und so ist das ein leichter Einstieg gewesen, wenn man jemanden kennt in so einer fremden Stadt oder in dieser Schule. Eben von Genf her hat es ja wie verschiedene Optionen gegeben, wohin du hättest gehen können. Ist das vielleicht so eine Möglichkeit war, um gerade einen guten Einstieg zu finden, wäre auch Paris in Frage gekommen. Ja, aber mit Italien, also die Sprache war mir schon näher als Französisch. Und München, später habe ich mir gedacht, ja, München hätte ich vielleicht das gehabt, wo,
wo mir manchmal eben in Italien, also an dieser Schule gefehlt hat, ein bisschen strenge, weißt, eine Herausforderung, da hat's eben, man konnte etwas machen oder eben auch nicht. Und die Herausforderung, das war auch der Grund gewesen, dass ich eigentlich eben wieder weg nach 5 Jahren. Ich dachte, ja, nein, also ich habe nach 3 Jahren das Diplom gemacht und dann 2 Jahre Bildhauerei und dann habe ich das Gefühl, ich kann weg. Und dann habe ich im Braungarten, da habe ich das Gefühl, ich muss in der Schweiz noch eine Wurzel haben. Und bin dann, hat das im Braungarten, an einem ganz romantischen Ort, beim Stegemander, das war da auch in der Gegend eine grosse Persönlichkeit, so also ein Schöpfer von dieser Strohindustrie, von diesem Design und so. Und er hat über den Rüss im Braungarten West, hat er so von unten aus hat es gesehen, wie so ein englisches Schloss. Und der alte Herr, der steht schon, also schon, auch schon ziemlich länger auf dieser Welt gewesen. Ich sage ihm eben so, länger auf dieser Welt. Und dem sein Bruder ist gestorben, der hat unten in ein Atelier gehabt. Der war Spielhauer gewesen und hat, also dort hat es 2 Räume gehabt. Ein Raum war das Atelier gewesen und hinten dran eine Vogelvoliere. Und wo mir jemand gesagt hat, der sei jetzt doch gestorben, ich soll fragen. Und dann hat der Steger gesagt, ja, nein, also da unten können wir nicht wohnen. Und der zweite Raum, wo die Vogelvoliere war, das war dann sozusagen meine Küche. Das heisst, ich hatte eine so Platte und eine Ecke hinten hatte es ein WC gehabt. Und sonst nichts, oder? Und, eben und im Sommer war das paradiesisch. Also nur die umgestellte Rüsse und den Magnolienbaum und die Glycinen an der Wand. Und es war einfach wahnsinnig romantisch. Aber dann der erste Winter, keine Heizung, also da haben dann Freunde von mir haben mir einen alten Ölofen gebracht. Ich musste das Öl müssen oben irgendwo an einem Ort holen und abtragen, aber das ist nur gerade ein bisschen. Und es war nicht unter Keller, es hat oben keine richtige, das Flachdach hat nicht richtig verhebt und es war überall alles feucht. Und das Bett an dieser Mauer mit dem Erddruck war immer feucht. Und das Salz hat sich in der Küche aufgelöst. Eben, und das ist, aber ich habe 34 Franken Miete gezahlt, oder? Also das ist, eben, und dann hat dann, also alle Freunde da sind mit die Wolldecken gekommen und haben gefunden, ja, also das ist ja wahnsinnig, du kannst dich da nicht wieder so einen Winter verbringen. Und dann schlussendlich bin ich dann provisorisch auf Woll, also das ist dann noch, ich hatte das Atelier dann noch ein paar Jahre gehabt, immer wenn ich im Ausland war. Habe ich dort wenigstens noch gewusst, dass ich in dieser Zeit gleich zahlen kann. Also, du hast wirklich wahr gemacht eigentlich, oder hast du so gelebt, wie du das gesagt hast am Anfang, als du in Genf an dieser Schule warst, ja. Und gesagt hast, ja, ich bin bereit dafür, spartanisch zu leben, zu hungern. Sogar, das hat ja ganz viel anders geheissen, so als Frau Mitte, Ende 20, oder? Man verzichtet auf ganz viele Freunde in deinem Umfeld, haben wahrscheinlich geheiratet, eine Familie geführt, so wie du selber auch aufgewachsen bist, wie man es so jemanden hatte. Was war das für eine Zeit für dich, um die Entscheidung dann nach wie vor beizubehalten und als Künstlerin zu leben, zu reisen, zu arbeiten? Also es hat ein wichtiges Ereignis gegeben, also eben zu Rom noch an dieser Kunstakademie. Ich glaube, im zweiten oder im dritten Jahr bin ich eingeladen zu einem internationalen Malwettbewerb in Sizilien, Agrigento. International. Und da sind etwa 20 junge Leute sind da eingeladen gewesen. Und dort sind auch die Griechischen, die Tempel und so. Das ist noch nicht, das ist touristisch damals überhaupt noch nicht, hat noch keine Infrastruktur, nichts gehabt. Und wir sind dort eingeladen gewesen. Wir haben eine Woche lang können in diesen Tempel und in diesen Öl-Olivenhain konnte man malen. Oder jeder konnte machen, was er wollte. Und ich habe dort den ersten Preis gewonnen. Eine Goldmedaille und ein bisschen Geld. Oder? Und dann dachte ich, was mit dem Geld könnte ich dort hin, über das Meer, dort ist Afrika. Also Afrika. Da habe ich gedacht, ja, also ich gehe dort mit dem Geld. Oder? Aber das ist im Süden von Sizilien. Und ich wusste, im Süden von Tunesien, in Sfax, dort ist ein Schulkollege, eine Art Entwicklungshelfer, ist dort unter Lehrer. Aber ich hatte nicht mal eine Adresse, aber ich dachte, ja, der ist dort, ich schaue, ich finde den schon. Oder? Und dann bin ich, zuerst bin ich dann mit dem
musste ich auf Palermo und dann hat sie das Schiff gegeben, über Nacht nach Tunis. Und ich habe gesagt, ich will einfach den billigsten Platz. Oder? Und dann hat die haben mich angeschaut, der Captain, also Gott, das gibt es gar nicht. Eine junge Frau, die hier auf dem Deck ist mit diesen Männern. Oder? Und da habe ich, also nicht gerade in Logen, aber ich habe ein richtiges Zimmer bekommen. Und bei den also hat Schlüssel innen dran gehabt, also ich, ist mir nichts passiert. Und morgen bin ich dort angekommen und habe gedacht, ja, da gibt es einen Zug, aber es hat auch keinen Zug, es hat nur so Bus gegeben, wenn, also einen Bus, wenn genügend Leute sind. Und so bin ich dann mit denen ins Süden gefahren, mit allzu verhüllten Männern. Und ich mag mich erinnern, als ich die erste Kamelkarawane gesehen habe, habe ich gesagt, stopp, ich muss das fotografieren. Ja, also ich habe den angetroffen, der Kollege, und hat gesagt, dass wir noch ein Zimmer suchen. Und ich hatte das. Also, das war mein erster Gump außerhalb von Europa. Und so ist es dann auch weitergegangen, wo ich dann eben nach diesen 5 Jahren, 3 Jahren von der, also der Malerei und nach der 2 Jahre Bildhauerei und dann das Atelier hatte, hatte ich das Gefühl gehabt, da bin ich in Paris, ein paar Monate in Paris und dann, ja, also in Europa bin ich dann umgereist. Und dann bin ich wieder mal so, der zweite Winter war das, glaube ich, in dem kalten Atelier. Und da ist ein Kollege von Rom vorbeigekommen und hat gesagt, komm doch du wieder auf Rom. Oder? Und ich dachte, ja, ich komme wieder auf Rom. Und dort gibt es ja eben das Istituto Svizzero. Das ist eine Institution von der Schweiz, also für Künstler, für Musiker, Schriftsteller, Theologen, Archäologen. Also sehr gehobenen Stiles, oder? Und ich war zuerst dort als Gast und habe dann die Bewerbung gemacht, dass ich als Member aufgenommen wurde. Und das ist mir dann gelungen. Und ich war dann 2 Jahre in einem wahnsinnigen Tempel drin, also mit dieser Villa, mit zusätzlichem Atelier im Park. Und in der Dépendance waren dann die Künstler verteilt. Und das war dann ein ganz anderes Niveau von, ja, von Lebensstil, ich hatte eine Dusche, man hätte eigentlich jeden Tag essen können, aber das konnte ich mir auch nicht leisten. Ich bin dann einmal in der Woche gegessen, wenn es ein Dessert gab. Und damals, ganz am Anfang, hat Benito, hat der Koch geheissen, der hat dann mit weissen Jacket und weissen Händchen serviert. So. Und ich war dort natürlich die Einzige, die so ein bisschen einen anderen Lebensstil hatte als andere. Dort ist zum Beispiel auch in dieser Zeit, das war noch spannend gewesen, zum Beispiel der Johannes Gachnang, der später einfach in Kassel bei der Documenta Tentin hat und in Bern die Kunsthalle. Oder der Stani von Moos, der an der ETH noch später wurde. Oder der Werner Oechslin mit seiner Bibliothek in Einsiedeln. Die sind alle in den gleichen Jahren. Wir sind jetzt etwa 1968 bis 70 umeinander. Ja. Sind die auch dort gewesen? Bis 69. Ja. Und das war eine unglaublich spannende Zeit. Wie hat sich denn, dort hast du ja angefangen, auch, schon, wie schon vorher an diesen Schulen, das sind so Netzwerke, die sich ergeben, wie vorher, wo wir gesagt haben. Das, sind mit, eben das Wort Netzwerk hat es eben noch nicht gegeben, aber in aber meinen Bildern. Oder du hast ganz viele Leute kennengelernt, überall, wo du angegangen bist. Ja, das sind die roten Fäden in meinem Leben. Ja, hat es wieder so Fäden gegeben. Du hast einen ETH-Professor genannt, Documenta-Aussteller, Kunsthallen-Verantwortliche. Wie hat sich das später für dich denn, hat sich das erhalten, die Kontakte? Also ich muss jetzt sagen, ich war dann 2 Jahre in dem Institut, wir haben unter dem gleichen Dach. Und dann hatte ich eben wirklich das Gefühl, jetzt nach 7 Jahren muss ich weg von Rom. Und jetzt kommt ein anderes Kapitel, da bin ich eben auf Amerika. Und das ist jetzt wirklich ein anderes Kapitel. Aber wenn du jetzt fragst wegen diesen Beziehungen, es ist dann natürlich, ich bin dann 2 Jahre in Amerika gewesen, also. Und können wir nachher wieder zu den Beziehungen, vielleicht jetzt die Reisen auf Amerika, wo bist denn du durchgereist? Ja, also ich hatte eine Kollegin in Rom, eine Archäologin, und die hat mich eingeladen und gesagt, komm mich doch besuchen auf New York. Und das war etwa 2 Jahre vorher, als sie abgereist ist. Und ich dachte, ja, also das
gehe ich jetzt auf Amerika, aber ich will nicht fliegen. Zuerst mal, man kann nur einmal das erste Mal zu Amerika ankommen. Und ich dachte, wie mache ich das? Also, Frachtschiff, das war nicht möglich gewesen. Und dann hatte ich Freunde, Zanettis, Gerardo und Pia Zanetti. Das war ein Journalistenpaar, die damals eben in Rom gewirkt haben. Und die sind kurz vorher haben die eine Einladung gehabt, als Journalisten auf den neuen Schiff Raffaello, Michelangelo, also Raffaello, Michelangelo, wie hat das dritte geheißen? Also, das sind Luxusschiffe, also unglaublich feudal, oder? Und die sind dort eingeladen gewesen, um eine Reportage zu machen und haben mir gesagt, geh doch da bei der Schiffsgesellschaft zu Genua vorbei und schau, und zack, also du kannst zeichnen. Und ich bin dann mit der Vespa dort hochgefahren und habe Unterlagen gehabt. Ich habe dort schon Zeichnungen gemacht für das Foy Davy von Lausanne, also so ein bisschen illustrativ, wobei das ist nicht meine Hauptsache, aber ich hatte in dieser Zeit sehr viele Leute zeichnen. Das Soziale hat mich immer interessiert. Also ich bin ja dort ins Gerichtsraum gezeichnet, tagelang. Oder einfach, wo die Leute hocken. Einfach das soziale Gefälle, das war mein Thema. Und ist es dann eben auch auf dem Schiff geworden. Also, die haben dann gesagt, ja, das müssen sie besprechen, die Gesellschaft. Oder? Und dann haben sie dann wirklich, habe ich ein Telegramm bekommen, ich konnte dann und dann zu Genua einsteigen und bin empfangen worden wie ein Filmstar. Und habe Erstklasse, weißt du, Blumen durch, im Erstklassraum. Dann bin ich in der Erstklasse mit den Leuten, die dort gereist sind, als vornehme Leute natürlich, habe ich die können, bin ich platziert gewesen und ich konnte auch den Wein bestellen. Ich alles konnte. Also es war unglaublich gewesen, aber was hast du dort gemacht? Hast du mit diesen Leuten gezeichnet und ihnen die Zeichnungen gegeben? Also, es war von Berdu. Also von der, stimmt jetzt nicht. Also ich habe einfach das Leben geschildert auf dem Schiff, in allen möglichen Situationen, also nicht gerade die, die neben mir so gehockt sind. Ich habe das immer sehr diskret kann ich zeichnen, weißt du, so, ohne dass ich das merke. Oder? Und ich habe denen die Zeichnungen gegeben, oder? Das war mein Preis gewesen. Und übrigens für Retour, ich habe ja auch gewusst, nach 3 Monaten komme ich zurück. Und die Zanettis haben gesagt, geh zu den Swissair, die machen da so Sachen, die schicken irgendeinen Archäologen auf Ägypten und sagen, du könntest vielleicht in New York irgendetwas machen. Dann bin ich zu der Swissair und habe mich auch wieder vorgestellt und als akademisch diplomierte Künstlerin, also jetzt so habe ich es natürlich nicht gesagt, aber die haben gefunden, ja, das trifft sich gut. Und dort heisst eben auch Arthur Honegger. Also mit dem vom Fernsehen heisst das so. Aber dort hat es, ich weiß nicht, ob der mit dem verwandt ist. Dort war ein Schweizer Schriftsteller, der hat über das Essenverhalten in New York eine Reportage geschrieben. Oder? Und dann haben die gefunden, ja, das ergänzt sich gut, ich soll das ergänzen mit Zeichnungen. Da habe ich einen Brief bekommen, wo ich überall hinhocken konnte und die Leute zeichnen konnte. In den mehr oder weniger feudalen Restaurants. Und das war dann mein Auftrag. Da habe ich gewusst, ich komme, mit dem komme ich wieder sicher heim. Oder? 2 Gratisreisen, hin und zurück. Und übrigens, du bist also, dann in Amerika geblieben, vor allem auch in Südamerika bist du gereist. Ja, so schnell ist das nicht gegangen. Also es war so, dass ich bei dir angekommen bin. In dem New York, ich habe der Cecilia geschrieben, ich ihm den und den an. Da hat mich niemand abgeholt. Am Morgen um 6 Uhr komme ich in dem New York an. Und ich habe immer gedacht, wusste sie da in diesen vielen Leuten, die Zuschauer runden. Und bin ich da und niemand um. Und ich war enttäuscht gewesen. Und ich war auch nicht vorbereitet gewesen. Ich habe überhaupt nichts gewusst von dem New York. Dann habe ich ein Taxi genommen und dachte, ja, jetzt fahre ich zu der Adresse. Oder? Und dann hat der Chauffeur hat mich auch so komisch angeschaut, wie schon die Behörden, die haben mich auch komisch angeschaut mit deren Adresse. Und dann habe ich gedacht, ich weiß nicht, was die haben. Und dann sind wir da, damals ist Bowery, das war ein bekanntes Viertel in New York, also der Abschub von der ganzen Stadt hat dort gewohnt. Oder? Das sind die Drogen und Alkoholiker und das völlig abgewirtschaftete Gebiet.
Und der Chauffeur, der das Haus gesehen hat, mit dieser Nummer, hat er gesagt, ich soll doch zuerst schauen, nicht hier mit den Koffern. Zuerst habe ich gedacht, ja, wenn der mit den Koffern abhaut. Also ich, er hat vertrauenswürdig ausgesehen, dann bin ich in das Haus hineingegangen. Im mittleren Stock hatte es gar keine Fenster. Ganz oben habe ich dann die Haustüren gefunden. Es hat Licht gehabt, die Musik hat gespielt. Und habe ich, und ich habe geläutet, es hat niemand aufgenommen. Auf der Ader. Und dann habe ich den Nachbarn nebenzu geläutet. Und dann hat er mir gesagt, also, ja, sie ist wahrscheinlich unterwegs und ist das Kind holen. Ich habe nicht gewusst, dass sie ein Kind hat. Ja, also das war dann die grosse Enttäuschung. Die ist irgendwie abgestürzt, die Drogen. Die hat das Kind irgendwo in einem Kindergarten dann geholt. Aber ich habe sie ja dann nicht getroffen. Ich bin dann, ich habe nicht gewusst, was machen. Oder? Dann bin ich in die Schweizer Botschaft und habe gesagt, kann ich wenigstens meine Koffer abstellen? Und dann bin ich in den Neujahr gelaufen. Du weißt, also mit Eindrücken, die das so nicht. Muss ich nicht fassen konnte. Also, gegen Abend habe ich sie telefonisch dann erreicht und dann hat sie mich noch einmal abgeholt. Und dann hatte ich den Schock von meinem Leben gehabt. Also, die habe ich fast nicht mehr gekannt. Und dann hat sie mich dann in ihre chaotische Wohnung hineingelassen, voller Katzen und das Kind, das auch so wild ausgesehen hat. Und dann hatte ich so ein Zimmer ohne Fenster. Und dann hat sie aber gerade gesagt, ja, also, sie haben mir dann nichts zu essen. Weißt? Also, nicht, dass sie das erwartet hat, aber das war so eine andere Person in Rom. Sie ist befreundet mit einem Schweizer Arzt, weißt, also die hatte das Niveau gehabt, oder? Du, da bin ich, also am zweiten Tag bin ich, also bin ich eigentlich Fieber bekommen, ich hatte 40 Grad Fieber gehabt. Weißt du, der seelische Schock oder so, irgend so eine Veränderung. Und dann ist sie irgendwie, bin ich da, und ich dachte, jetzt sterbe ich da hin, sonst wird es niemand wissen, wo ich bin. Und dann mit aller Kraft bin ich dann einmal zu dem Haus abgetappt, gehe noch einmal hin telefonieren an eine Adresse von einer Kollegin von Rom, die ich also eigentlich nicht so gut kennt. Das war eigentlich die Freundin von einer Freundin. Und ich wollte mich sehr schwer vorstellen. Und dann hat sie gesagt, oh, du bist Heidi, ja, wo bist du? Und dann hat die mich da, ist die sofort gekommen, du mit Orangensaft, weiss ich noch. Und hat mir die Möglichkeit gegeben, bei ihren Eltern im Central Park, also im 5th Avenue, wo man ganz vornehm, das waren Professoren, gesagt haben, die gehe ich in die Ferien, sie wären froh, ich würde in ein Haus hüten. Dann bin ich also von dem Ort, ich konnte dann dort hinkommen. Also, ich habe dann meine Arbeit gemacht, ich habe ein Greyhound-Ticket, das habe ich auch, 99 Tage, $99 hat das damals gekostet. Dann bin ich da in ganz Staaten umhergefahren, die Nacht im Bus geschlafen manchmal und am Tag wieder irgendetwas angeschaut und so weiter. Ich hatte schon ein paar Adressen und so weiter. Und dann bin ich bis in Kalifornien gewesen. Und dann habe ich gedacht, ja, so nah ist Guatemala. Also die Kunst, also das werde ich sehen. Und dann, das ist jetzt so eine Story, wo ich jetzt auch noch länger erzählen müsste, aber ich mache es jetzt kurz. Ich hatte dort einen Freund, einen Kollegen, einen Sizilianer, einen eifersüchtigen Künstler, wo mein Vater schon entsetzt war, dass da so ein Brotloser da auftaucht ist mit mir, also ein Skandal in der Familie. Und ja, also auf jeden Fall habe ich dann angerufen und gesagt, ja, ich will jetzt, komme ein bisschen später. Ich komme später. Und dann hat er dann also mir ein Ultimatum gestellt. Wir haben jetzt bis 3 Wochen oder einen Monat nicht Kunst. Also dann ist es die Geschichte zu Ende, oder? Und dann in Mexiko kann ich dann die Post abholen, oder? Und dort ist eben der berühmte Brief, der dann eben nicht angekommen ist, wo das Schicksal dann wirklich geteilt hat. Weil der Brief ist dann zwar Monate unterwegs gewesen, alle alten Adressen, und ist schlussendlich wieder auf Wolle zu meiner Schwester gekommen. Aber dort drin wäre gestanden, ich soll ja heimkommen. Aber das habe ich ja dann eben nie gehört. Ich dachte, also, wenn das so ist, dann muss ich nicht pressieren. So bin ich dann weiter. Ich habe dort mit 2 Kollegen, mit einem Israeli und einem deutschen Schiffsingenieur. Mit denen bin ich dann weitergereist, per Autostopp.
also von Mexiko nach Guatemala und immer weiter. Und dann habe ich, eigentlich habe ich immer das Gepäck noch in New York gehabt. Ich hätte eigentlich wieder die TSL zurück. Und dann habe ich die Swissair angefragt, ob ich nicht könnte von einem anderen Ort heimfliegen. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, kein Problem. Und dann in der Zeit habe ich, weißt du, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch so möglich war, heute Massenreisenden, oder, dass es so noch etwas so individuell behandelt war. Ja, und ich hatte in New York, das wär, ich könnte viele Geschichten von New York erzählen, ich habe den Sohn von Bertolt Brecht kennengelernt. Ich konnte mit dem ein tolles Stück machen. Ich bin dort, als Fotografin habe ich gedient, also er hat mich so in Kleintheater mitgenommen. Er war begeistert von dem Zeug, das ich gemacht habe. Und er, seine Familie habe ich kennengelernt und die hat mir das Gepäck nachher in die Schweiz geschickt. Und übrigens, ein Jahr später, ist er, der Stefan Brecht, ist seine Mutter, die Helene Weigel, in Berlin gestorben. Und dann ist er nach Europa gekommen und ist auf Zürich und wollte mich zuwollen besuchen. Er hat meinen Vater angerufen und dann hat mein Vater gesagt, ja, das Gepäck ist zwar da, aber die Tochter noch nicht. Ja, das ist nur nebenbei. Also eben, so bin ich dann weitergereist und immer habe ich wieder neu entschieden, das nächste Land. Also ich dachte, ja, also bis Panama könnte ich ja gehen. Oder? Und dann das ist endlich dann fertig. Oder? Geld, also wir haben mit dem Minimum gelebt, die anderen zwei auch. Also die haben auch fast kein Geld gehabt. Wir haben einfach mit Hängematten und Boden schlafen und so. Also das, und das billigste Essen, Bananen oder Bohnen oder was immer. Und die Freunde von Deutschland, die begeistert waren, dass ich hier so... so mutig bin, hat mir gesagt, sie schicken mir jetzt ein bisschen Geld und ich kann ihnen Zeichnungen geben nachher und so. Also ich habe durchschnittlich in diesen zwei Jahren im Monat 200 Franken gebraucht. Das ist so der Durchschnitt. Und das Geld war rum oder ist eben von diesen Freunden in Deutschland gekommen? Ja, das so. Also, und der Vater hat mir auch mal ein bisschen geschickt. Und ja, es ist dann von Panama, dachte ja, da hat der Israel ist dann einen anderen Weg gegangen und der Deutsche, der Gerhard, der hat uns verraten, wollte durch ganz Südamerika reisen und dann habe ich gedacht, ja, also gehe ich auch noch bis auf Kolumbien, oder? Auf die billigste Wiesen da mit so einem Gemüseschiffchen auf St. André. Das hat dann unter den Hitchhiker, die es dann immer wieder gab, hat man können austauschen, wo ist am billigsten und dort musst du hin und so. Und dann in dem St. André hat man in den Häfen hat man können hin und die haben dann angestaunt, dass man aus Europa kommt und hat man gefragt, ob man hier mitfahren könnte. Und kein Problem, dann sind wir in Kolumbien und so ist das dann weitergegangen, von Land zu Land. Oder also, ich könnte jetzt Storys und Story erzählen, aber ich erzähle noch etwas Wichtiges. Also, dann ist es nach Ecuador, Peru, nach Bolivien. Und Bolivien war also für mich auch ganz unglaublich spannend gewesen, mit den Menschen dort. Und was ich mit dem Silberberg, wo man können, also als Frau sogar, können, aber in die tiefste Tiefe, mit 40 Grad Hitze, rein dran. Also, nachher hat der gute Gerhard hat uns, vor allem weil er den ganzen Amazonas, hat er das geplant. Und dann sind wir wieder also retour Peru und von dort, also dem Urquell vom Amazonas, zuerst also mit Schiffli aufs gehöhlten Baustein und dann der ganze Amazonas ab, also wochenlang, oder immer wieder umgestiegen, immer so mit Frachtschiff, es hat keine Touristenschiff, nichts so gegeben, oder? Und also schlussendlich bis auf Belém, bis an die Mündung. Und von dort aus wieder, dachte ich, ja, also ich, es ist so ein Lebens eine Philosophie wurde und der Zustand zu überleben. Oder? Also ich hatte das Gefühl, ja, also gut, bis auf Rio könnte ich doch auch noch mit. Also durch das ganze Mato Grosso damals, oder? Es hat ja nur eine Strasse gegeben, also mit rote Strasse, mit Sand, also mit steinigen Strasse. Ja. Und da mit Camion, da sind wir manchmal ein paar Tage auf einem Camion hinten oben gehockt. Und dann zu Rio. Also, das nächste Ziel von dem war Feuerland.
Und ich habe unterwegs so immer gezeichnet. Das war mein Alibi. Also ich musste niemandem Rechenschaft geben. Ich habe das Gefühl gehabt, ob ich jetzt daheim zeichne oder hier unterwegs. Also ich habe immer Material dabei gehabt. Und ich konnte manchmal auch gewisse Sachen schicken, heimschicken, wo dann die Wohnung angekommen ist. Und in gewissen Missionen habe ich einmal die Schweizer getroffen. Dann habe ich dann wieder einen Block mit, also ein Paket mit Blöcken mitgegeben. Also, und so ist das dann, ja, habe ich gedacht, aber das ganze Gepäck, also ich habe dann, ich habe ja, bin ja nicht vorbereitet, ich habe ja nichts gehabt, eigentlich, ich bin eigentlich nicht geimpft, ich habe immer von Grenze zu Grenze wieder angespritzt, müssen impfen, wo der Pass verlangt hat, oder. Und dann habe ich gedacht, also jetzt das Gepäck mitschleppen, wem könnte ich, wo könnte ich das deponieren? Und, also die Botschafter, die haben sich überall gewehrt. Und dann war es so ein Markt am Sonntagmorgen. Da habe ich so einen Hippie-Markt. Oder, und dann habe ich irgendwie so geschaut. Und dann habe ich so einen gesehen, der so ein europäisch aussieht. Das war ein Schwede. Und so vertrauenswürdig. Und dem habe ich gefragt, ob er wüsste, wo ich das deponieren könnte. Ich sage ein paar Wochen wieder rum. Ich kann das nicht wieder die ganze Reise mitschleppen. Und dann hat er gesagt, ja, das ist kein Problem, ich könne das bringen, wo er wohnt. Und dann hat er seine Adresse gegeben und das war nicht mehr in der Slum. In der Slum, stell dir vor. Und wir sind dort mit meinem ganzen Gepäck und wir haben dann gestaunt. Er hatte eine Freundin dort, eine Einheimische, so ganz armselig natürlich alles. Und ich dachte, ui, da sehe ich wahrscheinlich nicht mehr von meiner Ware da in ein paar Wochen. Ich habe extra den Seesack, den ich mitgeschleppt habe, habe ich zugenäht. Oder? Und ich habe dann gefunden, ja, so unter einem Kasten könnte man ja das, kommt dann nicht in den Weg. Und so war es dann. Und dann ist ja das dann weiter und weiter gegangen. Also wir sind schlussendlich hier im Feuerland und also das Ushuaia, am Ende der Welt. Also das war ein unglaubliches Erlebnis, gewesen, so das Gefühl, jetzt geht hier die Welt nicht weiter. Und ja, von dort aus dann, also auf die chilenische Seite, nach Punta Arenas, das ist so ein Freihandelplatz, wo ganz voller Schmuggler waren von überall, vom Norden, wo die da sind, go Zeug hamstern oder. Ja, und dort haben wir dann ein Schiff nehmen. Das ist ein Schiff, wo also den Zeugküsten von Chile, Portmont bis dort rauffährt. Aber das ist eine ganz schwierige Schifffahrt, weil mit den Strömungen und so, also das ist nicht immer möglich, oder? Und dann hat es dann geheißen, ja, also jetzt ist das Schiff, kommt alle 14 Tage, aber das ist gerade gestern oder vorgestern abgefahren, da müsst ihr warten. Dann habe ich gedacht, ja, was machen wir jetzt so 14 Tage in dem Kaff, oder? Und dann haben wir einen australischen Bergsteiger getroffen und der hat mit uns in die, wie heisst die Gegend, wo die Gletscher sind, in, jetzt ist mir gerade der Name entfallen, also wie, ach, kommt der noch, also in das Gebiet, die von diesen Gletschern, also das Wort fällt mir jetzt weg. Also da sind wir noch gegangen, oder, und sie heissen, Pagliocce heisst es, glaube ich. Es gibt dort, irgendwo Ort zu Ort, gäbe es so Hütten, wo man könnte übernachten könnte, die aber nicht bewohnt sind. Oder? Dann haben wir gefunden, also gut, gehen wir da 5-6 Tage mit den Lebensmitteln, die man denkt, es braucht. Bei der ersten hatte schon kein Dach gehabt und keine Heizung. Und also, es war alles verwahrlos gewesen. Und bei der zweiten Hütte auch so ist es gewesen. Und es ist kalt geworden. Und es hat angefangen zu schneien und wir haben die Spuren noch gar nicht mehr gefunden für Retour. Und gewindet hat es, sind alle Bäume, schau ich, alle so dort unten, oder? Also furchtbar, also dort haben wir noch ein Kilo Brot noch ein paar Tage aufgeteilt, also der Gerhard und ich. Und der andere hat seine Konserven, das habe ich übrigens ganz vergessen, das habe ich heute Nacht im Büro gelesen. Ich habe das total vergessen. Also wir sind schlussendlich, also es sind mehr als 10 Tage, sie sind wir zurückgekommen. Die haben gemeint, wir seien verschollen und haben eigentlich schon melden, dass wir seien wahrscheinlich umgekommen. Ja, also dann sind wir
es hätte, aha, wir haben einen Wildhüter angetroffen und der hat gesagt, das Schiff hat Verspätung, wir müssen nicht pressieren. Und darum sind wir eben dann noch weiter. Also ich bin effektiv mit meinen Sandalen, das sind so Outdoor-Sandalen, über Gletscher, nackte Gletscher hineingelaufen. Also völlig verrückt, denke ich. Und natürlich auch keine Kleider gehabt, weißt, wie man sich heute polstern würde, wenn man so gehen kann. So lange Männerunterhosen unter den Jeans angehabt. Also auf jeden Fall. Dann ist das Schiff, dann schlussendlich, also 3 Wochen später ist es gekommen, hat es geheißen, aber es ging noch ein paar Tage, sie müssen das zuerst ausräuchern, es sei voll von Ratten. Also nach einem Monat sind wir dann endlich eingestiegen dort, und das sind alles nur Schmuggler gewesen. Die sind alle von Chile oben runtergekommen, von Norden und von Argentinien, und haben sich voll, Kleider angelegt, alles was sie können, und warm mitgeschleppt. Und dann über... jetzt habe ich eine Station ausgelassen. Wir sind dann auf Santiago gekommen, und dort war eine Veranstaltung, eine politische, mit dem Allende. Also ich habe den erlebt, Allende. Und der eben hat geheissen, der Zug, es schneit jetzt, also wir kommen nicht über die Anden, wir müssten noch 1000 Kilometer weiter oben in Antofagasta, schon wieder an der Grenze von Bolivien, dort fahre ich in der Woche einen Zug über die Anden. Dann haben wir das Gefühl, so jetzt müssen wir dort rauf und per Autostopp, und wir sind in der Nacht, also um 12 Uhr, jetzt geheissen, fahren ab, oder? Sind wir kurz vorher dort angekommen, und dann hat es geheissen, ja, aber das sei Nacht vorher, oder? Also, das war ein Missverständnis. In welcher Mitternacht, oder? Wir haben gemeint, das sei der Tag, oder? Aber jetzt ist das... Also auf jeden Fall sind wir dann da gewesen, und dann dachte ich, die haben jetzt eine Woche warten, bis der nächste Zug kommt. Und dann gibt es ja den berühmten Ort, also ich habe das alles auch nicht gewusst vorher. Das heisst San Pietro, also in der Atacama-Wüste, wo die Satelliten jetzt aufgestellt sind, wo die Sternwarte sind, die höchsten. Also dort in dem Städtchen San Pietro war ein uralter Mann, also ein Theologe, ein belgischer Missionar und Archäologe. Und das war der erste, der die Mumien ausgegraben hat. Wo dort tausende von Jahren hat, weil es eine Oase war, sind dort immer Leute gelebt. Und die hat er ausgegraben und hat das so in einem Schuppen, sind die so aufgereiht gewesen. Also teilweise eben, hast du noch die Physiognomie gesehen, verdörrt, oder die Köpfe. Und teilweise sind noch eingemummelt gewesen, Tücher und ganz wahnsinnig. Und ich habe das Gefühl, also das Dokument von gelebtem Leben, oder? Also das muss ich unbedingt fotografieren. Und ich hatte dort nicht viel Geld gehabt und habe keinen Film mehr gehabt und habe aber uns verrotten wollen, einfach das fotografiert haben. Und dann hatte ich eine Möglichkeit gehabt, dass ich in der Nacht ein Camion gegeben von den Leuten, die in die Stadt haben müssen. Oder über 20 Leute so auf einem Büsschen hinten drauf, offen. Alle mussten die Füße in der Mitte übereinander legen, dass man rundum Platz hat. Sind wir dort runtergefahren, nach dem Antofagasta, und habe die Film gekauft. Und um wieder retour zu kommen, war es schwierig, es war niemand bereit. Wir sind den Tag an dieser Strasse gestanden und versucht, Autostopp zu machen. Und da ist einer vorbeigefahren, der uns nicht mitgenommen hat, haben wir geflucht. Und dann haben wir gehört, dass der abgestürzt ist und alle tot sind. Und übrigens, überall hat es so die Autos, die abgestürzt sind. Oder auf dieser Schifffahrt damals, von Punta Arenas nach Portmont, da hat es überall Schiffe, überall in dieser Landschaft sind die einfach verrostet geblieben, so irgendwo gestrandet sind. Oder? Also die Wracks, das war noch eindrücklich. Schlussendlich, dann als wir mit dem Zug über die Grenze gekommen sind in Argentinien, am Zoll war ein Spektakel. Da sind die Zöllner gekommen, weißt, und haben da, als müsste jetzt, würde jetzt schauen. Und dann ist alles, haben die bestochen natürlich. Am Schluss ist alles fröhlich
Gesichter ist alles wieder weitergefahren, bis auf die argentinische Seite. Ja, und dann von dort aus der Parafluss darauf noch und dann Richtung San Paolo. Dort war dann der Anfang gewesen. Der Anfang vom Ende, wobei ich dann das Gefühl hatte, also ich kann ja nicht einfach in Swissair ist damals nicht in einem Flug, weißt, von Amerika in die Schweiz, sondern die hatten in Senegal einen Zwischenhalt gehabt. Die Crew hat dort, ist ausgewechselt worden. Und ich habe gedacht, ja, ich könnte ja einfach warten, bis die Nächsten kommen. Also, das waren, glaube ich, 4 Tage gewesen. Und habe gefunden, ja, also, und ich kann, also, das Gepäck, ich habe, also ich Versteinerungen, die du hast können, in Brasilien, weißt, mit Fisch, ich habe draußen noch ein paar liegen. Ich habe also 20 Kilo im Handgepäck, nur so einige Steine und dann noch die, also mein Zeug. Und dann bin ich dort ausgestiegen in dem Senegal und der Schweizer ist dort gestanden und wollte ein Hotel wissen, wo ich abstieg. Und hat gesagt, ja, ich habe noch kein Hotel. Und wir haben so eine Preiskategorie von $1, die etwa 4 Franken damals noch war. Also in dieser Kategorie haben wir Hotel gehabt. Dann hat er gesagt, ja, also unter 100 Franken gibt es. Also die wenigen Hotels, die es damals gegeben hat, da habe ich gesagt, ja. Also. Dann hat er gesagt, ja, wenn man kein Geld hat, müssen wir nicht auf die Reise. Ich wusste nicht, was ich alles hinter mir habe. Also auf jeden Fall habe ich dann ein Taxi genommen und einfach gesagt, das Billigste. Und dann bin ich wirklich in einem Puff bin ich gelandet, oder? Also in einem grauenhaften Loch. Und ich habe, das Bett und den Kasten, alles habe ich barrikadiert innen dran, weil es gerüttelt hat in der Nacht. Oder? Und dann dachte ich, Jesus, was mache ich bis die 4 Tage auszuhalten? Und bin dann schlussendlich gleich auf die Strasse mit Angst. Oder? Und dann ist... dann war ich in der Meer und plötzlich höre ich hinter mir jemanden Heidi Wittmer sagen. Da dachte ich, das jetzt habe ich also irgendeinen Fata Morgana. Und jetzt war das die Stewardess, die mich im Flugzeug betreut hat. Und mir ist es nicht so gut gegangen, weil ich das Zeug gar nicht konnte. Das wunderbare Essen, das serviert wurde, das ist mir natürlich. Das habe ich ja. Ist mir gerade widerstanden. Also auf jeden Fall hat sie gefragt, wo ich sehe. Ich habe gesagt, ja, sehr furchtbar da Ort. Und dann ist sie gerade mitgekommen, mal das Gepäck. Und hat mich dann ihr feudale Hotel da, Swissair Crew, die ganze Crew dort abgestiegen ist. Und hat mich da also verwöhnt und hat die Geschichte hören. Und ich habe zuerst gedacht, ja, das kenne ich doch die Welt auch, oder? Aber es ist eine andere Welt, oder? Ja, und am Schluss habe ich können, mit denen im Flugzeug, neben dem Pilot zu vorne hocken, weißt du? Und dann bin ich dann heim gekommen, dann bin ich dann auf die Welt gekommen. Also mit dem Luxus, wie wir hier leben. Oder? Eben, wir haben jetzt die erste grosse Reise von New York bis auf Feuerland, wieder zurück auf Brasilien mit dem Swissair-Flug, wo du gewusst hast, wie du kannst besorgen kannst. Die ganzen Kontraste, eigentlich, die ganzen Welten, die aufgehen, beschrieben. Auch wie man gereist ist so in den 60er Jahren. Wie man hat es können auch. Es ist nie etwas passiert. Mhm. Auch wenn vielleicht das immer ganz nahe zusammen war. Ich wollte wieso das grosse Reisethema jetzt mal für einen Moment verlassen. Du bist viel nachher immer wieder reisen, Weltreise auf Indien. Bis in die Gegenwart bist du viel unterwegs. Und das Thema von deiner Malerei und der Kunst besprechen. Also wichtig war, in diesen 2 Jahren habe ich ja, eben, wie gesagt, das war mein Alibi, dass ich weiterreisen konnte, habe ich eine Einladung in Zürich, in der Paulus-Akademie, eine Ausstellung zu machen von dieser Reise. Und das war für mich ganz wichtig. Ich selber habe dann auch gesehen, was ich überhaupt gemacht habe und habe dort so eigentlich etwas bewegt bei den Leuten. Und es ist mir gesagt worden, dass das, weißt du, wie ein Staunen, es gibt eine dritte Welt. Das Wort dritte Welt hat gar noch nie existiert. Oder? Es ist ein Beitrag für die dritte Welt. Und da habe ich dann plötzlich das Gefühl bekommen, ja, also in dem Fall habe ich auch eine soziale
weißt, Funktion in dieser Gesellschaft, oder? Weil ich habe mich sonst manchmal gar nicht gewusst, wo stehe ich da überhaupt in dieser Welt drin. Das war ganz wichtig. Ich bin nachher noch einmal aufgebrochen, ein Jahr später, auf dem Weg nach Indien. Das wäre jetzt ein anderes Kapitel, da lohne ich jetzt aus. Aber wichtig ist für meine künstlerische Arbeit, das war eigentlich die Basis für meine Arbeit. Also einerseits da, wo ich schon zu Rom angefangen habe, das soziale Gefälle. Einerseits das und natürlich die Kulturen. Ich war überall neugierig auf alles, was vorhanden ist, sei es an Religion, an Bauten, Museen. Da habe ich mich immer wieder irgendwo können, wie identifizieren, wenn ich irgendwann an den Kern hergekommen bin, wo wirklich Kunst. Das war irgend so ein inneres Diktat, gewesen, dem zu folgen. Und das hat sich dann niedergeschlagen. Also es war klar, gewesen, dass ich auf diesen grossen Reisen natürlich einschränken musste, vom Material her. Ich habe ja vor allem Bleistift und auch Farbstiftzeichnungen gemacht. Und das ist vielleicht auch so nachher mir geblieben, das Kleinformatige. Ich habe immer das Gefühl gehabt, im kleinsten Raum die maximale Identität. Das ist also das Konzept, wo man eigentlich geblieben ist, bis jetzt. Das ist immer das, was ich suche. Und wenn die Leute gefragt haben, ja, wo man sieht das gar nicht, also jetzt, ich kann nicht illustriert, ich habe nicht so fotografische Sachen, hat mich schon interessiert, also optisch, aber das hat sich nachher in mir verwandelt. Also das ist irgendwie letztlich, wenn ich von jetzt zurückschaue, denke ich, all das, was ich gesehen habe und bereist habe, also das ist so wie etwas wurde in mir und aus dem heraus hat sich etwas entwickelt, wo ich immer wieder mit Neugier konnte zuschauen, woher das mich das bringt. Oder? Und auch die Nachtbücher. Ich habe ja im Jahr 2000, also vor etwa 20 Jahren, bin ich in Auschwitz gewesen, und dort hat ein anderes Kapitel für meine Arbeit angefangen. Dort war ich so erschüttert gewesen, dass ich, als ich zurückgekommen bin, musste zeichnen, aber nicht mit Bleistift, das war dann etwas ganz Neues, mit Tintenstift. etwas müssen von dem dunklen, schwierigen absetzen, und das ist nachher geblieben, bis ich gewartet habe. Das hat nichts mehr zu tun mit dem Anfangskapitel, sondern das ist wirklich ein Produkt, also mit einem inneren Diktat. Gibt es denn gleich Motive, die dich begleitet, immer wieder? Ja, Bilder sind eigentlich immer bevölkert. Also es hat immer Menschen, es hat ja schon eine Abstraktion mitgemacht, aber nicht Abstraktionen von den Abstraktionen, wie heute so vieles ist, wo völlig eben beziehungslos geworden ist, weil es keinen Bezug mehr hat zu dem ursprünglich auch erlebten eigenen. Oder? Vieles, was heute entsteht über den Kopf, über den Intellekt, und das ist wirklich teilweise einfach, wie sagt man das, meine Substanz geworden, aus dem heraus arbeite ich. Du hast hier auch geschafft, im Bremgarten, in Wohlen wieder. Du bist Mitglied wurde von der XAMBA, von der Gesellschaft für Maler, Bildhauer, Architekten, heute Visarte. Die Gesellschaft hat erst 1971 Frauen aufgenommen. Ja, du bist ich bin eine von den Ersten gewesen, ja. Und ich weiß nicht, ich habe zuerst gar nicht gewusst, dass es das geht, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, da habe ich eine Krankenkasse. Und da kommt man, glaube ich, 2 oder 5 Franken Taggeld. Also ich weiß nicht, dass die Krankenkasse eigentlich das Motiv war. Und sonst bin ich natürlich hier in der Schweiz dann inzwischen ein bisschen heimatlos geworden. Ich kann eigentlich da von der Kunstszene nicht viel mitbekommen, all diesen Jahren. Oder? Das sind ja dann das sind ein paar Jahre, als ich weg war. Also sozusagen 15 Jahre. Und dann habe ich Zarau
die Ziegelrhein-Leute kennengelernt. Das ist noch heftige Geschichte geworden. Also Christian Rothacher vor allem und der Heiner Kielholz, der jetzt ja immer noch in Poschiavo und dahin lebt und malt, immer noch. Der Christian ist gestorben, der Hugo Sauter ist gestorben. Und der, wer war noch? Max Matter. Ja, der lebt in Aarau noch. Aber wir haben in sieben Zeit vieles unternommen. Wir haben Wanderungen gemacht, wir haben Weihnachten, Neujahr haben wir viel, ein paar Jahre gefeiert miteinander. Dann wollten sie immer jassen, weißt, und ich habe gesagt, nein, wir müssen doch jetzt noch Bilanz ziehen und so weiter. Das war eine schöne Begegnung. Also, und später so die meine Kollegen inzwischen sind einige weg und bedauere ich und Felix mir Martin Ruf und ich habe auch vor über 40 ich habe dann übrigens eine von den ersten Ausstellungen in der Schweiz ist in Zürich gewesen, im Stadelhofen das war eine bekannte Galerie gewesen damals. Dort habe ich Bruno Weber kennengelernt. Das ist auch 40 Jahre oder noch längere Freundschaft geblieben. Und auch eine ganz wichtige, so eben ein roter Vater das ganze Leben durch, ist Erika Burke geblieben. Und diese Geschichte mag ich kurz erzählen. Also eben auf dieser Reise in Südamerika hat sie noch keine Handy und die Post hat man alles wieder im Monat hat man irgendwo Post können holen oder auf der Botschaft und so. Und in Paraguay habe ich alte Zeitungen, Zürich-Zeitungen bekommen und ich bin durch Paraguay gefahren im Zug und lese zufällig ein Gedicht von der Erika Burkert über ihren Vater, der ja Fischreiherjäger war, jahrelang früher in Paraguay. Ein Gedicht von der Erika über ihren Vater und ich bin vor Ort. Und ich weiss nicht, das hat mich dermassen berührt und ich dachte, also, da muss ich ihr erzählen, ich habe sie dort noch nicht kennt. Und dann schlussendlich, als ich zurückgekommen bin, hat mich jemand mitgenommen und das war der Anfang von einer 40-jährigen innigen Freundschaft. Also ihre Gedichte, also nicht alle, aber es gibt ganz viele Gedichte, die ganz im tiefsten Kern das Gleiche ist, wo ich da dran bin. Und was war das für eine Frau, wenn du an die erste Erinnerung oder Begegnung denkst? Ja, also ich habe natürlich zuerst einen riesen Respekt gehabt. Ich dachte, ja, was wollte ich jetzt, was kann ich reden mit dir? Ich habe das Gefühl, in der Nacht wie heute muss ich noch schnell etwas lesen, dass ich etwas sagen kann. Und sie ist nachher so fasziniert von meinen Geschichten. Und normalerweise, wenn man dort auf Besuch ist, noch jahrelang, ist die Tradition, am 5 Uhr trinkt man den Tee. Oder? Das gehört in das Haus rein, das ist lebenslänglich so geblieben. Und dann ist das, und am 6. oder am 7. ist das meistens, haben sie gegessen oder so. Aber das erste Mal, ich bin glaube ich 10 oder 11 bin ich heim. Oder, und sie hat mich umarmt und gesagt, wir gehören zusammen. Also, und so ist das noch weitergegangen. Ich hatte ein Bett gehabt, zeitweise dort. Weihnachten oder so haben wir zusammen gefeiert mit dem Ernst Halter, ihrem Mann. Und in vielen ihren Büchern gibt es Gedichte, die heisst für HW. Das ist immer für mich, bin ich sehr gern gewesen. Und dann der Abschied. Das erste Mal, als ich eben dort rauf bin, habe ich ein kleines Lapislazuli, ein blaues mit einem goldenen Federchen drin, habe ich ihr gebracht. Also das Blau ist so eine Farbe, die meine Seele bewegt. Und habe auch noch die gleiche Aquarell dazu. Also, und jetzt 40 Jahre später, das war jetzt im April, ist das schon 10 Jahre oder 9 Jahre, als sie gestorben ist, glaube ich. Schon bald? Ich glaube, es sind 9 Jahre. 9. Bald. Ich bin zurückgekommen von einer Reise von Mosambik und habe auf dem Telefon eine unbekannte Telefonnummer gehabt und habe sie tagelang und dachte, ja, ich lüte die dann nochmal an, schauen, wer das war. Und schlussendlich habe ich es endlich gemacht. Das war der Ernst Halter am Telefon und hat gesagt, die Erika sei jetzt im Spital zu Muri. Sie sei im Koma und stabil. Also, es kann noch sehr lange so dauern. Oder?
Und ich habe wirklich auf der Stelle alles gefallen und auf den nächsten Zug und bin auf Muri. Und sie liegt dort im Koma und der Ernst wollte nach Hause. Er sagte, ich müsse führen und ich habe Anne Potter, dass ich in der Nacht eventuell hier bleiben würde. Also das war am Morgen, als ich dort angekommen bin. Und dann ist er gegangen und ich bin ein paar Stunden da gesessen. Und bevor ich zum Haus aus bin, habe ich einfach irgendein Buch mitgenommen und einen grossen, so einen grossen, ungeschliffenen Lapislazuli-Stein, wo unbewusst, ich habe ihn einfach mitgenommen. Ich staune heute noch. Ich habe ihn einfach mitgenommen. Oder? Bin ich an dem Bett gesessen und habe geredet. Habe ich gehört, nicht gewusst, gehört sie es oder gehört sie es nicht. Und dann, nach einer gewissen Zeit habe ich ihr den Stein ihre Hand, ihre warme Hand drückt. Und jetzt tönt es wirklich wie ein Märchen. Sie macht die Augen auf. Sie schaut mich an, in dem Blick, den ich gut kennt habe, wo sie so ein bisschen schelmisch. Wir hatten so eine besondere Art gehabt, miteinander umzugehen. Und sie schaut mich an, so mit dem Blick. Und dann habe ich gefragt, soll ich dir das Gedicht vorlesen? Und sie hat ganz klar den Kopf genickt. Und dann habe ich nachher gesagt, noch wie, noch mehr, noch weiter. Dann hat sie ganz klar so gemacht und hat die Augen zugemacht. Und ein paar Minuten später ist sie gestorben. Und dann ist der Ernst und hat den Stein, den warmen Stein noch. Also dass ich meine, die Intuition, übrigens, die Intuition ist, glaube ich, das, was ich mit grösster Demut und das Größte, wo mich steuert in meinem Leben. Also, dass ich diesen Weg gefunden habe, durch alles durch alle die Gefahren, wo ich vorbeigekommen bin und so auch ausgehalten habe, so einen einsamen Weg zu gehen. Oder neben eben die Ziegelreihen Leute, wo jeder, das sind alle, jeder Sprung in die neue Zeit hineingemacht. Und ich bin da irgendwie in dem Figürlichen wirklich auch geblieben. Und ich mag mich auch erinnern, damals der Heini Wittmer, wohlverstanden, er war nicht verwandt mit mir. Der Kunsthausdirektor. Der Heini Wittmer zu deiner figürlichen Malerei gemeint? Ja, der hat an einer Vernissage hat er gesagt, beim Heini Wittmer ist der Mensch im Mittelpunkt geblieben. Und später habe ich, bevor er gestorben ist, das war 1980, habe ich noch im Kunsthaus Aarau eine Ausstellung machen. Unzählige schwarz-weiß Zeichnungen. Und mit diesen Gesichtern, mit diesen Figuren. Und er hatte Vernissage gehabt. Und ja, also jetzt muss ich noch einmal, ich mache ein bisschen durcheinander. Als ich dann zurückgekommen bin, habe ich das erste Mal an der Weihnachtsausstellung mitgemacht. Und ich bin kurz vorher, als ich von Indien zurückgekommen bin, war ich Malergast in Lenzburg, auf dem Schloss. Also ich war die erste Frau, die sie eingeladen haben. Und ich konnte einen Monat lang dort das Lenzburg können, das andere Winkel zeichnen, wie jedes Jahr Vorgänger. Das waren aber alles berühmte Männer, Hans Falk und so. Also, und ich bin ja dort, das Gefängnis hat mich fasziniert, also neben dem Schloss. Im Schloss habe ich gewohnt, und das Gefängnis, das hat für mich... Ist irgendwie... gerade hinten dran. Ja, und ich habe dort von oben ab, ich habe dann können, im Gefängnis habe ich gefragt, ob ich innen dran von oben ab zeichnen kann, einen Hof, das habe ich gemacht. Und dann habe ich, an der ersten Weihnachtsausstellung habe ich grosse, ich glaube 5 Bilder mit ganzen Haufen so Zeichnungen von dem Gefängnis. Und ich weiß noch, das ist das erste Mal, wo ich im Aargau etwas mitgemacht habe. Dort habe ich die Ziegelrennleute übrigens kennengelernt. Und dann habe ich, das sind die, gerade als ich reinkam, wie es Kunst, sind die gerade vorderst gegangen. Und dann bin ich ganz verschrocken. Und dann habe ich gesagt, ja, wo ist der Direktor? Also, ich will dem danken. Und dann hat jemand gesagt, ja, da steht er. Und dann bin ich ganz schüchtern zu ihm hin. Und ich weiß noch, wie der mich anguckt. Also, zuerst hat er, ich glaube, meine Schuhe angeschaut oder die Füße oder weiss was, hat er so unternommen und dann so ganz, weißt, hat er einfach einen Satz hat er gesagt, ist doch einfach gut, oder? Ist doch einfach gut und ist weggelaufen. Und ich dachte, das ist also verdammt unfreundlich, oder? Okay. Und dann
bin ich irgend ein paar Wochen später im Kunsthaus gsi und dann läuft er zufälligerweise vorbei. Dann habe ich mir gesagt, ja, ist gut, dass er gesehen, kommen Sie mit. Dann bin ich hinter dem oder neben ihm ins Büro gelaufen und dort hat er gesagt, jetzt machen wir eine Ausstellung im Kunsthaus. So ist es gelaufen. Und das war 1979, als du die Kunsthausausstellung hast. Was ist heute von deiner Kunst im Kunsthaus, in der Sammlung? Das ist ein bisschen, sage ich jetzt, ein bisschen erbärmlich, weil dann ist der Nachfolger ist ja dann der Herr Wismer gsi, Beat Wismer, und ich glaube, für den bin ich ein chli rotes Tuch gsi. Also er ist ja Mondrian, oder? Also dort hat's ja gar keine Menschen und so, oder in seinen Welten, in leeren Welten und so. Also über das wollte ich nichts urteilen, aber ich weiß nicht, also er hat da keinen Zugang gefunden zu dem, was ich gemacht habe. Und dann ist vor ihm, dort ist schon etwas einmal gekauft worden und dann halt 20 Jahre nicht mehr, oder? Ja, und jetzt hat das Kunsthaus, glaube ich, etwas geerbt vom Arthur Schmid, Altregierungsrat. Der hat Bilder von mir, einige Bilder, und er ist ja jetzt, hat sein Haus verloren, ist in einem Altersheim. Und er hat im Kunsthaus, das ist noch der Thomas Schmutz, hat können gut entscheiden. Er hat auch noch viele andere Bilder gehabt, aber sie haben dort, weiss nicht, einige von diesen Zeichnungen haben sie dann mir zu ihrer haben sie genommen. Der Arthur Schmid ist ja eine wichtige Figur auch in dieser Debatte rund ums Kulturgesetz, ja, ja, wo 1968 dann zur Abstimmung gelangt und wo angenommen wird. Und in diesem Zusammenhang entsteht dann auch das Kuratorium. Erinnerst du dich an die Abstimmung? Du hast noch gar nicht dürfen. Da bin ich ja gar nicht da. Du bist ja, glaube ich, gar nicht da gewesen. Das, was nachher daraus entsteht, das Kuratorium, da habe ich. Du hast verschiedene Mal einen Aufenthalt oder eine Förderung bekommen. Ja. Was sind so deine wichtigsten? Also einmal hat es eine Portion Geld gegeben, aber die wichtigste war der Aufenthalt in Prag. Ich war die Erste, die das Atelier, das der Kanton Aargau dort eingerichtet hat für Künstler, habe ich bin ich ein Vierteljahr dort gewesen. Und alle die schwarz-weißen grossen Zeichnungen, 60 solche Zeichnungen sind dort entstanden. Obwohl, es war eine Zeit gewesen, also zuerst mal die Begeisterung von dieser Stadt, von dieser Kunst, wo noch nicht so alles hoch restauriert. Das war 1994, also nach der Wende. Ja, aber auch die Leute waren noch sehr zurückhaltend. Man konnte fast kaum mit jemandem reden, die sind alle noch so still. Und also habe eine grosse Einsamkeit erlebt, aber in dieser Einsamkeit konnte ich das wegmachen, wo ich heute noch denke, dass so Sachen können passieren können, wenn man irgendwo so eben an etwas hinkommt, wo man manchmal wieder weiter weg ist, oder wenn man in dieser Welt drin. Aber das sind immer wieder meine auch Wege, also meine Quarantäne, die ich mir jedes Jahr auflege. Konzentration, Anhalt und innen werden. Da, wo jetzt da für die ganze Gesellschaft verordnet worden ist, habe ich mir jedes Jahr selber auferlegt. Oder? Also ich mich zwischen Aschermittwoch und Ostern alles reduziert und eigentlich niemand gesehen und so. Auch dieses Jahr. Und so konnte ich übergangslos in die gesellschaftliche Quarantäne übergehen. Ja. Ja. Du hast, wir haben geredet über das Kuratorium und das eine oder andere Mal Förderung bekommen. Das langt aber nicht zum Leben. Du hast vorhin erzählt, wie du als junge Frau gelebt hast, mit sehr wenig. Mhm. Später und dann auch in der Schweiz oder für weitere Reisen hast du sonst müssen Geld verdienen. Wo hast du Geld verdient und mit was für Arbeiten? Also eben, das grosse Geheimnis war, dass ich billig leben konnte. Aber ich kann, mich hat das therapeutische Malen hat mich immer interessiert und ich habe dann einen Weg gesucht, das hat es damals noch nicht gegeben. Und auch nicht La Stern oder das Ausdrucksmalen hat es alles nicht gegeben. Und ich habe dann einen Weg gefunden durch eine Kollegin in Deutschland, bei den Anthroposophen, ich war im Junginstitut und alles Mögliche, was dort so therapeutisch Kurse und Sachen, die aufgegangen sind, habe ich
habe ich dann können irgendwo zusammensuchen und mit meiner eigenen Erfahrung, also mit meinem Fundament, habe ich dann angefangen, so mit ein paar Leuten anzumalen. Zuerst wirklich, also am anderen Ort, wo ich noch gewohnt habe, ganz bescheiden. Und dann hat mir jemand gefragt, ob ich nicht einmal so einen Kurs könnte in Auenstein, irgendeine Sexo-Gruppe von 12 Leuten, die würde ich das gerne machen. Und ob ich das mir... Und ich habe zuerst gesagt, ja, kann ich nicht und so. Und habe es dann probiert. Und dort war ein Architekt, der an dieser Schule Bruck, der Berufsschule Bruck, Paul Isering und Rudi Weibel, die zwei. Also der Isering, der war begeistert von dieser Art, wie ich zu der Farbenlehre hat das Gefühl gehabt, das hat eben, ist mehr als in der Schule, wo es alle Item machen, sondern was Farben sind, was das bewegt, also dass man da eigentlich in Kontakt mit der eigenen Seele kommt, wenn man Farben sieht. Und hat dann das Gefühl gehabt, so jemanden brauchte ich mir an dieser Schule. Und ist an einem Tag zu mir gekommen und hat also wirklich 10 Stunden versucht, mich zu überreden. Ich soll doch das machen. Und ich habe gesagt, ich bin kein Lehrer, ich kann das nicht. Ich habe ein Trauma gehabt, wo öffentlich auftreten, weißt, oder irgendwie da zu dozieren. Und dann also, hat er geredet und geredet. Und ich habe gesagt, nein, mich ich nicht. Und dann hat er mir den Vorschlag gemacht, zu Abend, eben nach 10 Stunden. Ich soll das eine Woche probieren. Und wenn ich dann immer noch sage, ich kann es nicht, dann akzeptiert er es nicht. Und dann bin ich eine Woche gegangen, habe vorher Blut geschwitzt vor Angst. Eben, ein Schultrauma von der Kindheit her. Und habe nachher gemerkt, wie die jungen Leute, weißt, wie die mitgegangen sind, was da passiert ist. Und das hat mir den Mut gemacht. Dann habe ich jahrelang habe ich also in dieser Berufsschule, also im Nebenamt, also in Freizeit, es waren 3-4 Stunden pro Woche, habe ich so viel Geld verdient wie sonst nie in einem, oder? Und dann ist Krebsliga auf mich zugekommen und hat gesagt, ja, eben das therapeutische Mal, das würde, ob ich das nicht probieren möchte, in der Gegend die Leute hier zu versammeln. Das habe ich 16 Jahre lang gemacht. Und gleichzeitig in der Strafanstalt Lenzburg jede Woche mit diesen Leuten malen. Und das hat, also Lenzburg ist gezahlt worden, also wie eine bessere Putzfrau. Also es ist, aber all diese kleinen Sachen sind zusammengekommen und hier und wieder habe ich etwas duschen, Zahnarzt habe ich mit Bildern zahlen und so auf diese Weise und Art. Also mit viel Glück und viel Wohlwollen habe ich mich durchgebracht und denke, ich bin so voller Dankbarkeit, dass ich so ein Leben haben konnte, dass ich so einen Weg gehen konnte. Ich rede ja immer von lang auf dieser Welt sein, oder? Und ja. Du schaffst immer noch? Ja. Wie viel? Jeden Tag? Also jede Nacht in diesen Nachtbüchern. Das sind übrigens, ich weiß nicht, ich zähle es schon länger nicht mehr, also sicher 150 sind schon länger. Also ich gehe ins Bett und zeichne. Sind Tagebücher und Zeichenbücher, oder? Ja, das sind dreierlei Bücher. Also die Nachtbücher mit den Tintenstift und die Tagebücher mit Bleistift und dann noch Tagebücher geschrieben. Und dann noch von der Schreibwerkstatt habe ich so ein Regal voller Geschichten, wo ich seit Jahren bin in so einer, also, wo ich gegründet habe, vor 20 Jahren, so eine Schreibwerkstatt. Ja, so bin ich auch, bis dahin auch sozial, bin ich irgendwie in einem guten Umfeld gewesen. Und eben die sogenannten roten Fäden, die ja sichtbar sind, auch in den Bildern. So sind meine Beziehungen. Ich habe also über fast ein halbes Jahrhundert Menschen bis zum Tod habe ich Korrespondenz oder eben freundschaftlich. Da, wo heute das Netzwerk, denke ich, es war aber nur eben direkt von Mensch zu Mensch gewesen. Aber es ist jetzt einfach anders. Aber ich habe manchmal das Gefühl, ich bin immer ein bisschen dem voraus gewesen, wo eben jetzt das Anhalten, das Müssen oder das Beschränken und so, also denke ich, ja, ich kenne das und jetzt lebe ich eigentlich wie noch nie ein bisschen grosszügiger, dass ich mir selber Blumen kaufe zum Beispiel, ja.